Cyberport präsentiert das Spectre Pro X360 von HP. Hauptsache günstig. So lautet das Credo vieler Hersteller, wenn es um die Anwerbung neuer Kunden geht. Mit dem Spectre Pro geht HP einen anderen Weg. Qualität und Leistung hat ihren Preis. Und so liegt das Convertible kostenseitig in etwa auf dem Niveau der MacBooks von Apple. Ob sich eine Investition lohnt, zeigen wir euch jetzt. Die technischen Daten. Das Spectre Pro ist 15,4 mm hoch, 32,5 cm breit und 21,8 cm tief. Das Gesamtgewicht beträgt 1,5 kg. Der Bildschirm misst 13,3 Zoll Displaydiagonale und hat eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Herzstück unseres Testgeräts ist ein Intel Core i5 Prozessor mit 2 Kernen und bis zu 2,7 GHz Kerntakt. Unterstützt wird die CPU mit Hilfe von 4 GB RAM. Der interne SSD-Speicher ist 128 GB groß. Das Spectre Pro bietet uns einen Aluminium-Unibody, wodurch es auch schon mal einen sehr hochwertigen und edlen Eindruck hinterlässt. Auch die Verarbeitungsqualität ist auf einem absoluten Top-Niveau. Der wohl wichtigste Bestandteil eines solchen Convertibles ist das 360-Grad-Scharnier. Dadurch lässt sich das Produkt nicht nur als Notebook, sondern auch als Tablet oder Präsentationsplattform nutzen. Einfach umklappen und fertig. Das Scharnier selbst begegnet uns mit einem recht hohen Widerstand. Jedenfalls lässt sich das Gerät nur schwer mit einer Hand aufklappen. Im aufgeklappten Modus ist das Scharnier wiederum nicht ganz so stabil. So kann es durchaus passieren, dass der Bildschirm bei einer etwas wackeligen Autofahrt ein Stückchen wegkippt. Wer viel unterwegs ist, kommt übrigens trotzdem voll auf seine Kosten. Das Spectre Pro ist sehr kompakt gebaut und mit rund 1,5 cm auch äußerst flach. Das geringe Gewicht von 1,5 Kilo rundet das Paket optimal ab. Eine gute Arbeit. Wir kommen zu den Bedienelementen. Die Tastatur überzeugt mit guten Druckpunkten sowie einer guten Beleuchtung. Das Touchpad ist etwas groß geraten. Ein Vorteil allerdings ist, dass die Steuerung über Multitouch-Gesten flüssig funktioniert. Weiterhin verfügt das Convertible über ein Touch-Display, welches mit Windows 8.1 harmoniert und angenehm flott reagiert. Ein sehr gutes Ergebnis. Das Display ist 13,3 Zoll groß und bietet uns eine ordentliche Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Texte und Bilder werden dadurch schön scharf dargestellt, was das Arbeiten sehr angenehm macht. Zudem punktet das Panel mit ordentlichem Kontrast und Farbwerten. Lediglich die maximale Helligkeit von rund 280 Candela pro Quadratmeter ist etwas gering ausgefallen. Hinzu kommt die Spiegelung des Displays, sodass sonnige Tage etwas problematisch werden könnten. Insgesamt aber trotzdem ein gutes Ergebnis. Der relativ hohe Preis spiegelt sich meist in der Performance wider. Gerade im Bereich der Convertibles gibt es viele Modelle, die schwach auf der Brust sind. Beim HP Spectre Pro ist das nicht der Fall. Hierfür verantwortlich sind zunächst ein Intel i5 5200U Prozessor mit 2 Kernen und bis zu 2,7 GHz Kerntakt sowie 4 GB RAM. Für ein Convertible dieser Größe ist das schon eine vielversprechende Ausstattung. Aber auch im Praxistest kann das Gerät überzeugen. In Verbindung mit dem schnellen SSD-Speicher läuft Windows 8.1 absolut flüssig und problemlos. Das System punktet mit geringen Ladezeiten und einem Bootvorgang von nur wenigen Sekunden. Dank der Intel HD 5500 Grafikeinheit können sogar neue Spiele gezockt und Videos bearbeitet werden. Was die Spiele betrifft, muss man sich freilich auf eine eher geringe Detail- und Grafikstufe einstellen, dennoch eine sehr gute Leistung. Hinzu kommt, für einen Aufpreis bekommt ihr auch Spectre Pro Modelle, die noch mehr RAM, eine größere SSD oder sogar einen i7 Prozessor aufweisen. Daumen hoch! Hervorheben wollen wir noch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten. 3 USB 3.0 Anschlüsse, ein HDMI-Steckplatz, ein Mini-Displayport sowie ein SD-Kartenslot zählen dazu, was schon recht großzügig ist. Eine kabellose Verbindung ist übrigens über WLAN und Bluetooth 4.0 möglich. Daumen hoch! Und nun zur Akkulaufzeit. Laut Hersteller soll das Spectre Pro gute 12 Stunden ohne Stromzufuhr laufen können, doch das erweist sich als zu optimistisch.
Bei durchschnittlicher Nutzung und verringerter Helligkeit kommt man in etwa auf 8 bis maximal 9 Stunden. Wer zockt oder viele Videos im Netz schaut, hat 1 bis 2 Stunden weniger zur Verfügung. Für einen ganzen Arbeitstag reicht es allemal. Damit liefert uns die Batterie ein gutes Ergebnis. Unser Fazit: Das Spectre Pro X360 überzeugt auf fast allen Ebenen. Wir haben ein leichtes und hochwertiges Design, eine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und ausreichende Akkulaufzeit. Kleine Schwächen wie die mittelmäßige Bildschirmhelligkeit und das etwas widerspenstige Scharnier lassen sich gut verkraften. Auch wenn man etwas tiefer in den Geldbeutel greifen muss, so gehört das Spectre Pro aktuell zu einem der besten Convertibles auf den Markt. Wir geben 4 von 5 Cyberstars.